Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Ja, so, wir sind hier in Treffers Wacht und müssen uns die Baupläne von einer Armbrust zurückholen. Allerdings gibt es hier tatsächlich noch eine Quest bei dieser schönen Trevers Wacht. Und zwar hat das hier mit diesen paar Leutchen da zu tun, die hier sitzen, denn die wollen tatsächlich uns helfen, diese Banditen in diesem Lager da zu erledigen. Also wir sollen ihnen helfen. Seid ihr hier, um zu helfen? Ich werde das Schloss meiner Familie zurückerobern. Ach, genau so war das. Was ist hier los? Endlich ist Verstärkung eingetroffen. Ich hatte aber mit mehr gerechnet. Hoffentlich seid ihr gut. Ich bin der Beste. Gut. In der Festung wimmelt es von Banditen. Wir haben bei dem Versuch, sie zu erobern, ein paar fähige Männer verloren. Gut möglich, dass Bruerit dahinter steckt. Zwischen uns herrscht seit dem Tod des Königs böses Blut. Aber in mein Heim einzudringen und meine Familie zu entführen. Das hört sich nach weitaus mehr als nur bösem Blut an. Für einen Söldner stellt ihr aber viele Fragen. Geht einfach da rein und öffnet das Tor. Sobald das erledigt ist, werden wir euch unterstützen. Ich mache es. Ich würde euch gerne mehr Hilfe anbieten, aber unser letzter Angriff missglückte. Jetzt sind nur noch wir übrig. Viel Glück. Und begonnen auf leisen Sohlen. Ja, so leise werden wir nicht sein, würde ich mal behaupten. So. Bilanzhaltung weg. Verschiedenes weg. So, dann haben wir auf jeden Fall mal... Ach, guck mal an. Da müssen wir hier rein. Und genau das werden wir auch mal tun. Wobei, es gibt auch eine andere Möglichkeit. Ich werde jetzt natürlich hier den Fluchttunnel benutzen. Ganz klar. Man kann auch die Festung so einfach stürmen. Man kommt von außerhalb, also eigentlich nicht rein. Außerdem, man kommt halt eben von dem Berg, wo wir kamen. Dann kommt man ziemlich leicht irgendwie sogar auf diese Festung. Wir allerdings... Ach du Scheiße. Könnte es mal probieren mit ihm. Banditenmarodeur, ganz klar. Wir lassen uns, wie gesagt, Zeit. Weil die dürfen uns natürlich nicht sehen. Weil die Festung hier ist eine der ätzendsten Festungen, die es gibt in diesem Spiel. Weil die so en masse Banditen haben, auch Banditenanführer, mehrere, ich glaube 3 Stück oder 2, also 2-mal mindestens, das weiß ich, und von, ich glaube, dank der Quest sind es sogar 3. Also, ziemlich ätzend. So, da hat sie den nächsten Fall, oder er hat den nächsten Fall stecken. Wir müssen halt echt jetzt ein bisschen zappen. Die kommt aber jetzt ziemlich schnell nah. Aber er sieht uns nicht, als ob die uns nicht sehen. Ist wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen. Ich probier's mal auf die Weise jetzt. Was? Ah, super. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Leben kommt ihr hier nicht raus. Gnade. So, zack, zack, zack. Dann machen wir es halt eben auf die schnelle Art und Weise. Ja, das habe ich gemeint, Leute. Wir haben jetzt natürlich immer noch viel mehr Traglast.
Wenn ihr tot seid, kann Dank. Ich wesentlich leichter ausrauben. Besiegen. Gelade. So, zack. So, und alle weg. Scheiße, das war jetzt nicht so geplant. Aber gut, wir haben sie noch gut gekriegt. Das hier war noch relativ leicht. Ich werde hier auch mal vorsichtshalber, das werden wir auf jeden Fall auch benötigen, hier mal schon mal einen kleinen Quicksave setzen, weil wie gesagt, diese Festung ist echt kein Zuckerschlecken. Und vor allem, wenn man es so verkackt wie ich gerade, dann ist hier sowieso nichts mehr zu retten. Guck mal, hier eine Elfenrüstung liegt hier einfach mal rum. Ja. Ihr kennt mich ja, hab mich nicht geändert, nein. Ich guck da gerne mal rein. Warum auch nicht? Sowas nehme ich jetzt mal nicht mit. Ich muss ehrlich gesagt echt essen und so hier wahrscheinlich schön verballern müssen. Weil ich einfach es nicht gebacken kriege, hier irgendwie mit Schleichen ein paar Kills zu machen. So. So, ich gehe doch immer sicher. Und ich habe auch keine Ahnung, warum das hier so hängt. So komisch. Oh. Oh, hier haben wir einen kaiserlichen Schei. Was ist denn hier passiert? Dietrich, was haben wir hier noch? Hä? Aber war schon richtig. Hier, ich nehme jetzt wirklich alles mit an Essen. Weil das wird nämlich nicht einfach werden. Weil die haben hier auch Magier und alles noch. Und das zusammen, das ist nicht so gesund für uns. So, zack. Das kommt davon. Wenn man meint, man hätte es drauf. Also sollte ich eigentlich auch die Klappe halten, weil ich habe es nämlich auch nicht drauf. Also daher. Soll ich ein bisschen hier mitnehmen? Ich nehme mal ein bisschen was mit hier. Oh, ein bisschen was zum Trinken, nie. So, das war nur gerade ein Quicksave. Sag mal, warum hängt das denn so auf einmal? Das ist ja ekelhaft. Ich habe keine Ahnung, was das ist, Leute. Wirklich nicht. Das hatte ich noch nie. Das ruckelt ja mal mega. Wir sollen die Festung von außen öffnen. Warum habe ich denn jetzt 3 Questpfeile, bitte? Nix. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Hier sind zum Glück 2 Fallen. Das heißt, wenn die hier durchkommen, müssen die erstmal durch die Fallen durch. So, den haben wir auch gut erwischt. Was? Nicht gut. Spielchen. Ich bringe euch. Die Weißen sollen euch. Alles, was ihr könnt. Jetzt
er ist zu Ende. Ich bringe euch Ich bringe dich unter die Erde höchstens, würde ich mal behaupten. Wer bringt hier wen unter die Erde, hm? So. Sowas nehmen wir jetzt nicht mehr. Genau, ich laufe in die eigene Falle rein. Jetzt habe ich aussehen schnell gespeichert. Das wollte ich jetzt gerade wirklich nicht. So, wir sollen irgendwie nach außen und die Tore öffnen. Da liegt einer am Schlafen. Und da steht einer. Zauber. Eine Sekunde verbrannt. Das ist wahr, so stinkende Kerker. Kennen wahrscheinlich diese doch lieber als geheime Magie. Macht Holz zu Gold. Ja, wenn ich da. Mein Gott, die Unsichtbarkeit, die kostet auch zu viel, ne? Haben wir die überhaupt schon? Fällt mir mal gerade so ein. 219, das ist ja richtig krank. Also, das kostet so viel Mana. Los, Kante. Wir müssen es halt echt aufpassen, was wir tun. Entweder wir schleichen uns an, hofft der Typ sieht uns. Wir können mal kurz einen Test machen. Ich versuche mich da anzuschleichen, den da zu klatschen und den dann einfach so zu holen. Wie genug Gold. So. Das hat doch schon mal gut geklappt. Und ihr seht, wie viele Leute da auf einmal sind. Und ich sag euch, die Festung ist nicht klein. Aber eng. Eng, sehr, sehr eng. Und wenn ich euch jetzt zeigen würde, wie viele Leute da rumlaufen, dann seht ihr schon wieder den nächsten. Und ich sag's euch, hier ist kein Spaß. So, den haben wir auch. Wieder Quick Save. Es tut mir echt leid, Leute. Erstens wegen dem ganzen Schnellspeichern gerade und wegen diesem Ruckeln. Wie gesagt, ich weiß nicht, was das ist. Da bin ich auch erstmal ratlos. Was? Was ist, was geht hier ab, ey? Was ist das? Schreibt... What? Schreibt es mal in die Kommentare, Leute. Ich will wissen, was das ist. Ich will es einfach mal wissen. Warte mal, was hat der Nordkrieg? Eine Nordkriegsachs? Als ob der eine hat. Okay. Sehr, sehr stark und ich weiß einfach nicht, was es ist. Brauche ich jetzt wirklich nicht. Oh, ein Ebenerzkriegshammer. Was ist denn das hier alles für geiles Zeug, bitte? So, wir haben einen Zaubertrank der dauerhaften Unsichtbarkeit. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den gleich brauchen werden. Ich laufe einfach mal weiter. Ist da jemand? Das ist ein Banditenanführer übrigens. Sicher, ich hätte etwas gehört.
der sieht einen zu leicht. Hab ihm doch gesagt, der soll einfach das Gold rausrücken. Aber hat er zugehört? Natürlich nicht. Immer müssen sie sich wehren. Ihr habt euch eine schlechte Zeit im Verlauf aus. Genug! Okay, das hätten wir auch schon mal erledigt. Das ist vielleicht eine ganz gute Sache. So, da, das nehme ich mit, das nehme ich mit. Den Elfendolch nehme ich auch mit, das lasse ich mal la. Das nehme ich jetzt nicht mit. Quick Save. Den haben wir gut geklatscht. Haben wir gut gemacht. Müssen wir uns also schon mal nicht so in Eile hetzen jetzt. Scheiße, Alter. Als ob der vorbeigetroffen hat. Habt ihr das gesehen, wie der Pfeil geflogen ist? Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Alter, wie der Pfeil halt geflogen ist, ey, total komisch. So. Berührung des Himmels, die Betrogenen. Kennen wir schon, nehme ich aber dann trotzdem mit. Ist immerhin 50 Schwert und wiegt nur eins, also kann man mal machen. Aschendiebstahl, das ist noch echte Kunst. Man schleicht sich an, holt sich, was man will und geht wieder. Das ist ein Zauberer, gut zu wissen. Ich mache jetzt hier mal wieder schnell speichern gerade. Hört sich eigentlich eher langweilig. Ist da jemand? Oh, der da war. Der da war ein Fall kassiert, du. Man muss halt echt ein bisschen warten einfach. Und die bemerken das ernsthaft nicht. So, ich muss mal ganz kurz gucken, was ich für einen Schrei habe. Mach ich mal Eisform noch rein. Sind auf jeden Fall immer noch ein paar. Da direkt den nächsten Pfeil sitzen. Was war das? Gut, ich höre mal drei Leute. Mit dem Zauberer sind es, glaube ich, drei Stück, genau. Zwei sind unten. Hat sich wieder hingesetzt, einfach den Pfeil im Kopf stecken. Was? Was war das? Sorry Leute, ich weiß, es ist gerade echt ein bisschen komisch, was ich hier mache. Immer dasselbe wieder. Den einfach mal immer einen Pfeil hinten reinjagen oder vorne reinjagen und dann schnell sich verstecken. Aber ich will echt noch nur mal sicher gehen. Und der will sich natürlich auch heilen, ne? Der Zauberer. Könnte diesmal ja auch mein Kopfgeld bezahlen. Die Stadt als freier Bürger betreten. Sitzt wieder. Mal gucken, ob er sich schaltet beim nächsten Schuss. Ist da jemand? Nein, macht er noch nicht. Dann beim nächsten Schuss, weil wir haben ihm schon ungefähr die Hälfte der Leben abgezogen. Ich muss auch mal kurz mein Schwert wieder verzaubern. Zack. So, das reicht. Gewöhnlicher Seelenstein. Dann einmal den Quicksave gleich. Sollen wir hart rangehen? Komm, ich schieße noch einmal auf ihn und dann gucke ich mal, ob er sich überhaupt erstmal heilen wird. Wenn er sich heilt, dann werde ich auf jeden Fall ihn einfrieren, nachdem wir dann wieder geladen haben. Weil wenn er sich heilt, ist ja blöd, weil
dann ist er wieder eine Gefahr für uns und deswegen schieße ich das auch einmal auf ihn. Wenn er sich dann heilt, dann ist Laden angesagt und wenn nicht, dann ist auch was. Was hat er sich dabei nur gedacht? Greifen wir ihn so an. Der arme Teufel konnte nicht sehen, wie ich das aus meinem Stiefel. Was? So gut, er heilt sich nicht. Das heißt, wir gehen jetzt so drauf, Leute. Ich hoffe, ihr seid bereit. Aber jetzt wird es nämlich ekelhaft. Aber bevor wir jetzt uns auf diese Leute da stürzen werden, mache ich hier erstmal nochmal einen kleinen Stopp, Leute. Erstmal natürlich schnell speichern. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder bei Skyrim. Und wie gesagt, es tut mir leid, dass es so arg ruckelt irgendwie. Ganz, ganz komische Sache. Ihr könnt ja mal, ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht, schreibt mal in die Kommentare. Was könnte das sein? Könnte es ein Mod sein, dass das hier so ein bisschen ruckelt? Also jetzt ruckelt es gerade nicht so arg, aber das ist normalerweise nicht so. Selbst ich bemerke das ziemlich stark und das ist nicht so cool. Aber ist ja nicht so geil. Ist ja, wollte gerade sagen, ist ja egal, aber es ist eigentlich nicht egal. Wie gesagt, dann schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das wissen solltet. Dann sehen wir uns hier gleich wieder bei Skyrim. Macht's gut. Ciao.